Es geht weiter mit Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir hatten hier zuletzt einen Stufenaufstieg und können weitere Punkte vergeben, beziehungsweise einen Punkt vergeben, was nicht viel ist. Und ich habe mich entschieden für Sinnesschärfe. Ich weiß nicht, ob man die Punkte hier, egal in welcher Reihe, reinpacken kann. Wir haben ja hier einmal Novize, Adept und Meister. Also wir sind immer noch bei Novize, wir sind ja erst am Anfang. Aber ich wollte mal einfach hier, finde ich gut, Gegner und andere Charaktere werden auf der Umgebungskarte angezeigt. Erhöht die Menge an Gold, die du bei deinem. Das Gold interessiert mich nicht. Aber dass auf der Karte das schön sichtbar ist und das bestätige ich jetzt mal. So, und jetzt können wir hier wieder was machen. Langschwertmeister. Da habe ich mich jetzt nicht reingelesen. Ist immer so eine Sache. Hier blicke ich noch nicht ganz durch. Ich weiß nur, wir sollten unten anfangen. Und wir können ja jetzt auch woanders das wieder reinpacken und haben hier 3 Punkte, die wir vergeben können. Also, ich glaube, ich habe hier zuletzt bei genau beim Bogen einen reingetan. Dolchmeister, Waffenangriff schaltet aufgeladene Spezialangriff für Dolche und Feinklingen frei. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Hier hatten wir aber schon einen Punkt. Vielleicht sollten wir diesmal auch in Zauberkraft was tun. Nach langen Stunden des Lernens und Übens bist du nur in der Lage, Zepter mit enormer Effizienz zu führen. Oder Stabmeister, du hast unglaubliche Mengen von Energie durch deinen Stab zu kanalisieren, der durch ihren versuchten Schaden durch. Arkane Bewaffnung schaltet aufgeladenen Spezialangriff für den Stab und die Chakrams frei. Das haben wir hier auch noch gar nicht. Schaltet aufgeladene Spezialangriff für das Langschwert, das Großschwert und den Hammer frei. Ist auch nicht schlecht. Langschwertmeister. Stufe 2 von 6 und bei 6 geht's dann weiter halt. Ist natürlich auch wichtig. Hammer ist nicht so meins. Packen wir noch mal. Ja, machen wir mal was für die Magie. Haben wir noch gar nicht. Arkane Bewaffnung. Und zwar, was haben wir denn jetzt? Wir hatten jetzt nicht einen Stab, wir hatten einen Zepter, glaube ich, zuletzt. Nehmen wir mal das Zepter. Genau. Und da wir noch 2 Punkte haben, möchte ich noch einen in den Bogen setzen. Und was haben wir noch? Was ist denn der Unterschied zwischen Langschwertmeister und brutale Bewaffnung 1? Schaltet aufgeladene Spitzen für das Langschwert. Dann haben wir hier nächste Stufe Kometenschlag, Wirbelwind. Und hier ist eher so Körperschaden mit Langschwertschaden. Lange Körperschaden, okay. Dann ist das doch hier eigentlich auch irgendwie ganz cool. Machen wir das mal. So mit Wirbelwind und was weiß ich. Genau. Ganz toll. Alles Könner. Ja, bin ich. Nee, eigentlich gar nicht. Kometenschlag gedrückt halten. Oh Gott, ich weiß doch gar nicht, was ich hier machen soll. Aber es sieht toll aus in der Anzeige. Dann muss ich das gedrückt halten. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Okay. Mit der Rüstung muss ich auch noch mal schauen, ob ich das irgendwie verbessern kann. Da muss ich mich auch noch mal in Ruhe alleine mit befassen. Das mag ich nicht jetzt machen, weil das LPE so lang geht. Dann will ich mich immer knapp halten. Ja, und hier unsere Mana-Geschichten. Aber uns geht es ja gerade eigentlich ganz gut. So. Ja, ich laufe mal hier weiter. Oh, ich habe ein bisschen Schiss hier immer. Ich weiß gar nicht, was hier so auf uns zukommt. Welche Kisten und was weiß ich, da hinten sind wieder Gegner. Oh oh. Zwar nicht gerade wenige. Oh, das sind viele. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Was machen die denn da schon wieder? Ich werde mal hier speichern an der Stelle. Man weiß ja nie, wie gesagt. Jetzt habe ich doppelt aus Versehen gespeichert. Macht ja nichts. So, roter Kreis ist weg. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Thank you.
Okay. Es hat ja ganz gut geklappt hier. Mit denen hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber mit Fallen Bogen doch, da kämpfe ich mich rein. Du hast einen Hammer halten. Hämmer sind Kriegerwaffen, die sich perfekt dafür eignen, deine Gegner zu zerschmettern und zu Boden zu schleudern. Ja, aber es ist ja nicht so meins, ne? So Hammer, also so Birkenholzlangbogen. Oh. Das interessiert mich dann doch jetzt, ob der besser ist als den ich jetzt habe. Wie gesagt, ich bin ja mehr so der leichte Kämpfer und nicht so ein harter Kerl hier mit Hammer. Blablabla. So 11, 14. Ja, der ist besser. Dann nehmen wir doch den einfach mal. Nee, das sollte schon der sein. Ich will den auch behalten. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen. Keine Reagenzien gefunden. Hier ist noch eine Schatztruhe. Baumwollkutte. Ist die besser als das, was ich jetzt habe? Können wir direkt mal schauen. 8. 11. Nee. Dann ist das, was ich anhab, immer noch besser. Hier haben wir unsere Roben 15, 17. Dann ziehen wir doch die mal an. Die sieht besser aus. Also von der. Genau. Ist auch besser. 11, 6. Okay. Da will ich nichts von anziehen, weil wir haben ja das andere an, die Lederstiefel. 8, 2, 5. Aber die haben halt jetzt so einen Volltrefferschaden und was weiß ich. Welche ziehe ich denn jetzt am besten mal an? Ja, nehmen wir mal die. Okay. Wie gesagt, habe ich jetzt den richtigen, Entschuldigung, aber ja, habe ich. Wollte nur gucken, ob ich jetzt wirklich den richtigen Bogen habe. So, dann haben wir das ja hier auch erledigt, ne? Gut. Wenn das weiterhin so läuft, dann kriege ich es noch hin. Ja. Mal hier lang. Hallo? Und sie findet immer nichts. Irgendwie so keine Reagenzien gefunden. Was ist jetzt hier um die Ecke? Ich sehe hier wieder Gegner. Es wird nicht sehr wehtun. Das werden wir sehen, ob dir das wehtut. So, mit dir war es das schon mal, mein Freund. Ja, zuck noch vor dich hin. Es wird dir auch nicht mehr das Leben retten. Das war's. Ist hier noch irgendwas um die Ecke? Nee. Hätte ich gut eigentlich rumschleichen können. Apropos schleichen, das muss ich auch nochmal machen. Ich muss mal mehr schleichen. Jetzt zum Beispiel. Wie ging denn das nochmal? In den Schleichmodus. Ich weiß nämlich nicht, wo hier welche sind. Vielleicht sollte ich doch eher da mal runtergehen. Kann ich hier runter? Ja. Da geht es aber nicht weiter. Oh oh. Okay, da unten sind ein paar von denen. Alles klar. Die erkennen mich so aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich kann erstmal hier rumlaufen. Und hier geht es dann runter zu denen, ne? Genau, hier geht es runter zu denen. Und hier wollen wir auch hin. Das sind mehrere. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ah. Okay. Vielleicht kann ich ja, naja, auf Entfernung hier arbeiten ist eigentlich besser. Ist wahrscheinlich effektiver. Kannst du das? Ja, die haben mich schon entdeckt. Mist. Okay.
Wird noch besser werden, hoffentlich über die Zeit, läuft aber eigentlich schon ganz gut. Was hat hier jetzt so gemacht? Haben wir hier auf einmal das The Grudge Monster oder was ist hier los? Hier haben wir so Kisten. Ah, das sind bestimmt die Kisten, die ich zerstören soll. 3 von 10. Warum soll ich die eigentlich zerstören? Keine Ahnung. Was ist hier? Kannst du da durchrollen? Dann gehen wir hier rum. Hier ist noch eine Kiste. 4 von 10. Und das hier mit dem Dietrich. Wieder was, Oh oh. Nicht, dass sie noch mehr kaputt gehen, aber wir haben ja noch welche. Prima. Primitive Lederkapuze, Weißflocke, standhafter Fauststil. Nichts, was jetzt, glaube ich, irgendwie groß von Bedeutung ist. Manchmal ist es schwer zu glauben. Doch ihr könntet die seltsamste Tatsache akzeptieren. Ihr habt euch getäuscht. Ja, doch das und diese endlose Leere ist schrecklich. Die Alten waren hier. Sie haben sich selbst in diese Welt gebracht. Der zeitlose Kreislauf dreht sich und dreht sich. Die Zyklen treiben mit dem Strom. Sie warten auf die Vergangenheit. Die Zukunft bringt den sich bildenden Sturm. Dieser Ort taugt nicht zur Heimat, für niemanden. Okay. Und wo finde ich jetzt die anderen Kisten, wenn ich rausgehe, oder... Oh, ist ja interessant, dass die Steine hier immer so ihre Geschichte erzählen. Ich glaube, hier oben. Ja, da kommen wir ja her. Das bringt nichts. Also können wir jetzt nur wieder zurück, oder? Muss doch noch einen anderen Weg geben. Kommen wir hierher? Nee, ich glaube nicht. Hier waren wir auch noch nicht. Lauf mal nach oben. Genau. Kommen wir dann wieder ganz zurück, oder? Aber wir sind anscheinend... Richtig. Ach, noch eine Kiste. Hallo. Das ist gut. Irgendwelchen Krimskrams. Was ist hier? Agrofahrer. Okay. Ich hoffe, ich mache es nicht falsch, dass ich jetzt hier wieder weggehe. Kann ich hier runterspringen? Ja. Hui. Und sie tut sich anscheinend auch gar nicht so doll weh, nur ein bisschen. Rüstung. 8, 11, 8. Ja, nee, das ist alles eigentlich in Ordnung so. Das will ich so beibehalten. Wir laufen mal hier zurück. Sieht aber... War klar. War es das nicht? Warum ist jetzt hier noch so Actionmusik? Ja, bin immer noch hier in meinem Kampfmodus. Was ist das hier, was hier auf dem Boden ist? Hä? Schade eigentlich um die Energie, die ich gerade verbrauche. Na, jetzt ist sie vorbei und jetzt kommen natürlich neue Gegner. Schade. Hab ich nicht mehr geschafft. Ich will auch nichts übersehen. Okay. Können wir dann auch nochmal hier Gold sammeln? Im Land von Nyralims Umarmung manifestiert der Sommer sich als unsterbliche Pfeil. Ihr kennt sie, ihn, es als den glänzenden Krieger oder den leidenschaftlichen Eroberer. Ihr Sterblichen nennt ihn König Ysar. In der Jugend der Erinnerungen eures Volkes wurdet ihr Zeuge von Ysars Taten. Er ist eure Legende der Macht und Eminenz. Kommt, lauscht der Geschichte von Ysar und Oon, dem Gottsturm, dem verdorrenden Krieg. Ich mag immer nicht so dazwischenreden. Ich will das ja auch so ein bisschen auf euch wirken lassen hier, die Welt.
Bin schon dabei. So. Das mit dem Pfeil könnte noch ein bisschen schneller gehen. Und damit meine ich nicht das Schießen, denn das macht sie ja recht schnell, sondern diese magischen Dinger, die aufgeladenen Schüsse. Ich hoffe, dass die noch über die Zeit ein bisschen schneller werden. So, wir laufen weiter. Sammeln Dinge ein, die wir nicht brauchen. Oh, da ist ein Ausrufezeichen. Da ist etwas Wichtiges für uns. Jemand, mit dem wir reden sollen. Redet mit mir, Zweibeinerin. Mach ich. Zweibeinerin, bitte helft mir. Die anderen Zweibeiner sind grausam. Sie wollen nicht helfen, obwohl ich verflucht bin. Ach je. Was denn los? Was denn für ein Fluch? Ich wurde von drei Elfen verflucht, denen lediglich langweilig war. Hätte ich Reißzähne und Klauen, ich würde sie zerfetzen wie Fleischvögel. Meine Brüder und Schwestern halten mich jetzt für einen weiteren Zweibeiner und dulden nicht, wenn ich mich nähere. Ich habe kein Rudel mehr. Aber es kommt noch schlimmer. Euer Zweibeinerleben ist unerträglich. Genau wie diese seltsamen Dinger. Hosen. Wie könnt ihr damit bloß leben? Der Arme, der war wohl mal ein Wolf oder so. Jäger wie ich, Zweibeiner. Ihre Klingen sind ihre Zähne und sie kämpfen bis zum letzten Atemzug für die ihren. Einmi. Eine Gruppe Zweibeiner gab mir diesen Namen, aber Hilfe wollten sie mir nicht geben. Sie haben mich geschlagen und vertrieben, nur weil ich ihre schmackhaften Fleischvögel gefressen habe. Was war daran falsch? Okay, Jolvan. Er ist gut für die Jagd, dieser Wald voller Gerüche und Schatten. Als Zweibeiner kann ich nicht verfolgen, kann ich nicht jagen. Die Blutgier ist Agonie. Ihr glaubt mir. Viele glauben, ich sei einfach nur ein Zweibeiner. Aber sie irren sich. Ich bin ein Wolf. Von bösen Elfen bei einem grausamen Spiel dazu verflucht, in diesem Körper zu leben. In meinem Kopf sind immer noch Wolfsgedanken. Aber die Körper der Zweibeiner sind so ungeschickt, dass man damit nicht einmal Fleischvögel fangen kann. Ich muss zurückverwandelt werden. Die Elfen sind in der Nähe. Sogar jetzt kann ich sie riechen. Aber mit diesem Körper kann ich nicht kämpfen. Helft ihr mir, Zweibeinerin? Eigentlich will ich ihm helfen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich mir mit den Elfen dann verscherze. Und auf der anderen Seite sagt er, die haben das nur aus Spaß gemacht, deswegen helfe ich ihm. In der Hoffnung, dass die Wahrheit spricht. Seid bedankt, Zweibeinerin. Aber die Aufgabe ist nicht einfach. Ich brauche Wasser aus einem magischen Brunnen. Er wird von den Elfen bewacht, die mich verflucht haben. Seid gewarnt. Die Elfen sind magisch sehr bewandert. Denn der Brunnen, den sie bewachen, ist älter als dieser Wald. Und aus ihm beziehen sie ihre Macht. Ja, der Brunnen. Er ist ein schwarzes Becken und war schon alt, als die mächtigen Bäume noch Setzlinge waren. Er hat diesen Teil des Waldes durchwandert, bis die Elfen ihn eingefangen haben. Elfen. Ihr Rudel ist klein, aber jeder von ihnen ist stark. Sie kamen erst vor kurzem in diesen Wald, angezogen von der Magie des Brunnens. Wäre ich ein Wolf, könnten sie mir nichts anhaben, aber als Zweibeiner bin ich. Ja, wir haben es verstanden. Und schwach. Seid vorsichtig. Wo sind denn die Elfen? Die Elfen bewachen den Brunnen, der in der Nähe des Flusses im Norden liegt. Hütet euch vor ihnen.
Sie sind magisch sehr bewandert. Okay, mach ich. Kommt bald zurück. Er tut mir schon leid. Er ist ja quasi die männliche Form vom letzten Einhorn. Ich bin ein Einhorn. Ich bin ein Einhorn und er ist halt ein Wolf. Er ist halt ein Wolf und er kann ja nichts dafür. Mal wieder nichts gefunden hier. Was ist mit ihr? Hat die ihn verwandelt? Penrik Hill? Endlich! Eine Weile dachte ich schon, nur die Kriegsgeweihten würden die Jolvanstraße benutzen. Penrik Hill ist mein Name und ich bin eine Reisende aus Berufung. Ich bin keine Händlerin, aber ich hätte genau die richtige Aufgabe für jemanden wie euch. Seid ihr interessiert? Eigentlich nicht. Woran denkt ihr? Die meisten Reisenden haben Bedenken, sich mit dem schönen Volk einzulassen. Es ist schwerer zu durchschauen als Menschen und hat weniger Taschen, die man leeren kann. Doch die Balladen der Feen sind nicht nur Legenden. Ich habe Teile einer Ballade gehört, in der ein prächtiger Rubinring vorkommt. Allerdings brauche ich jemanden, der mir dabei hilft, ihn zu beschaffen. Och, klingt aber dann doch ganz gut. Was springt denn dabei für mich raus? Ihr seid noch nie zuvor einer Reisenden begegnet, oder? Wir mögen bescheiden wirken, aber unsere Börsen sind stets gut gefüllt. Man kann ein ziemliches Vermögen finden, wenn man nur weiß, wo und wann man suchen muss. Ihre Synchronstimme kenne ich aber auch. Ja, wir machen alles. Die Ballade heißt Ring und Vergeltung. Ich weiß nur wenig darüber, aber wenn wir sie Schritt für Schritt nachspielen, sollte der Ring zu uns kommen. In der Geschichte bittet eine Maid einen Champion, ihr einen Ring zurückzubringen, der von einem Troll gestohlen wurde. Es mag ein paar Jahre zu spät sein, aber ich werde die Rolle der Maid übernehmen. Und ihr spielt den Champion. Zunächst müsst ihr euer Können unter Beweis stellen, indem ihr wilde Antilopen jagt und etwas mit zurückbringt, um den Troll zu ködern. Okay, Ballade des Rings. Es ist die Geschichte einer Maid, die ihren Ring an einen gierigen Troll verlor. Also bot ihr ein junger Ritter, der ihr Champion sein wollte, an, ihn zurückzuholen. Der Champion erlegte einige Antilopen und nutzte die Kadaver als Köder. Als der Troll erschien, um zu fressen, tötete der Ritter ihn und brachte der Maid den Ring zurück. Die Balladen dieser Feen wiederholen sich von ganz allein. Aber wenn wir sie nun aufführen, können wir den Troll und den Ring dazu zwingen, wieder zu erscheinen. So funktionieren diese Feenballaden eben. Mhm, klingt aber irgendwie schön. Sie sind alle Lämmer, richtig? Die Bewohner von Gorhard wollen sich zwischen den Bäumen vor dem Krieg verstecken. Aber ihr und ich, wir kennen die Wahrheit. Vor den Tuatha gibt es kein Entkommen. Ja, naja, ich lebe ja noch nicht lange hier auf der Welt, aber ich komme so langsam rein. Haus der Balladen. Wenn man sie zum ersten Mal hört, scheinen die Feen in Rätseln zu sprechen. Aber hört ihnen zu. Sie verehren Geschichten. So verleihen sie ihrem Leben eine Bedeutung. Falls man das, was sie tun, überhaupt Leben nennen kann. Das Haus der Balladen ist ein Ort, an dem sie in ihrer vergangenen Pracht schwelgen. Es liegt nördlich von hier, falls ihr neugierig seid. Mhm. Kriegsgeweihter. Wer sich abmüht, um der Natur zu trotzen, ist ein Narr. Die Kriegsgeweihten haben diese Feste erbaut, damit sie der Zeit und der Natur standhält. Sie sollten die Lektion von Schloss Jolvan beherzigen. Wenn die Magie etwas zurückfordern will, das rechtmäßig ihr gehört, wird sie es auch tun. Wozu brauchen wir Jagdtrophäen? Wer weiß. Ihr hättet vermutlich mehr Glück, wenn ihr einen dieser verdammten Feen danach fragen würdet. Aber es ist nun mal das, was die Ballade verlangt. Ihr findet die Antilopen ganz in der Nähe. Bringt sie zur Strecke und nehmt Beweise für euren Erfolg mit. Wir werden sie später noch brauchen. Alles klar. Möge eure Beute schnell sterben. Ja, das sehe ich auch so. Und ich hoffe, dass wir dann auch mal dazu kommen, überhaupt mehr rumzulaufen, Beute zu jagen. Macht ihr Fortschritte? Nee, natürlich nicht, wenn ich hier immer mit jedem quatsche. Und hier sind ganz schön viele Feinde im Anmarsch. Um die kümmern wir uns im nächsten Part von Kingdoms. Aber bis dann.